Oh nein, Leute, dass es jetzt schon zum Krieg kommt, das hatten wir jetzt nicht so geplant. Wir wollen erstmal eigentlich uns gechillt aufbauen, aber die haben uns natürlich uns ausgesucht, damit, ja, wie soll ich sagen, damit, ja, weil wir die Schwächsten sind. Ich habe jetzt erstmal gesagt, dass wir jetzt hier erst eine Verteidigung aufbauen, weil das hatte leider gerade Vorrang. Wir wollten andere Dinge tun. Kroko und Lars sind unterwegs, sie sind Botschafter gerade und holen uns Team Eisnation, Gebirgsnation holen die uns eventuell als Bündnispartner. Da muss noch ein bisschen ausgehandelt werden und dann sollte das eigentlich kein Ding sein. Dann hätten wir nämlich ein größeres Team, was uns unterstützt, ja, im Krieg. Space hätten wir. Und Space wäre da mit dabei, ja, und Pumi. Ja. Das wäre dann erstmal abschreckend. Die können uns jederzeit angreifen, ne? Die können jederzeit jetzt. Die können auch vor unserer Haustür sein, gerade. Der jetzt hier ist, könnte sein. Ne? Oh, oh, oh! Nachrichten! Also. Also, updatet ihr uns mal ganz kurz, was der Stand ist mit kriegstechnisch. Also, pass auf, ich hab jetzt veranlasst, dass wir hier oben eine Mauer hochziehen und nicht von da unten um den Berg, weil sonst haben wir eine viel zu große Fläche zu verteidigen. Da unten ist jetzt nur so eine kleine Talsperre und jetzt habe ich gesagt, hier oben soll auf jeden Fall eine Mauer hin, damit wir uns hier oben konzentriert verteidigen können. Weil sonst haben wir halt einfach eine zu große Fläche. Im zweiten Schritt wäre es jetzt eigentlich wichtig, dass wir Spinnen und Skelette farmen für Pfeile, weil im Fernkampf wären wir halt im High Ground deutlich besser zu verteidigen. Also könnten wir besser verteidigen. Und okay, die Lava farmen. Diplomatie und so, haben die angenommen, dass wir... Nee, ich hab geschrieben, wir wollen zuerst verhandeln, aber dann kam keine Nachricht mehr zurück. Und jetzt habe ich in den Gesetzen dieser Welt nachgelesen, beziehungsweise wurde mir zugetragen auch, dass halt eben da steht, dass wenn die Verhandlungen abgelehnt werden, wird ebenfalls der Krieg erklärt. Also. Okay, aber der Witz ist ja, wir brauchen ja nicht. Also, hat jemand die Verhandlungen abgelehnt oder kam einfach keine Antwort? Nee, es kam keine Antwort, es kam gar nichts. Ich hab's dem Mod geschrieben. Ich hab geschrieben, wir würden gerne auf neutralem Grund verhandeln. Es kam keine Antwort. Okay. Also ich habe die Brieftaube losgeschickt. Vielleicht ist sie immer noch unterwegs, aber vielleicht soll ich noch mal eine losschicken. Okay, dann pass auf, dann kriegst du jetzt Infos von uns. Also wir haben jetzt definitiv ein Bündnis mit den Bergen, weil die denen wurde auch der Krieg erklärt. Denen wurde auch der Krieg erklärt und die stehen sehr gut gerüstet da. Also die haben dann, der Großteil deren PvPler hat schon Full Dia fast. Auch verzaubert, ja, weil die einen Enchanter haben. Hallo. Alter, was sind PvPler? Ach, du meinst Kämpfer, Soldaten. Genau. Aha, okay. Information, bist du erreichbar? Clubio hat gerade eine Brieftaube gesendet. Ja, hau raus. Oh Gott, er hat Informationen, schreibt er. Der ist hier nicht gerade, hier nicht in der Gegend, oder? Nee. Oh nein. Er macht einen Alleingang. Wir sollten übrigens festlegen, was passiert. Können wir uns irgendwo treffen? Voice Chat oder so. Komm in die Heimat, mein Jung. So, ja, nein. Also, ich weiß gar nicht, was ein sogenannter Voice Chat ist. Ich kenne nur Brieftaube. Ich muss, also, Clubio hat mir nochmal eine Brieftaube zukommen lassen, dass ich in den Westen unserer Insel soll. Ich weiß nicht, was er für Informationen hat, aber im Westen befinden sich die Berge. Ich weiß es nicht, ich gehe da mal hin. Okay. Basti, nein. Nein? Basti, warte mal. Warte? Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen... Suspekt, ja. Ich würde da auf keinen Fall hinmarschieren an deiner Stelle. Komm. Darf ich mal kurz was nachfragen? Ja. Ja? Sind von euch irgendwie jetzt Verhandlungen im Gange oder reagiert ihr nicht? Weil dann ich hab geschrieben, der Franzi, wir würden gerne auf neutralem Grund verhandeln. Aber es kam keine Antwort. Ja, Franzi hat ja damit nichts zu tun. Das müsst ihr mit der Nation klären. Wir müssten mal der Nation schreiben. Ja, aber ich hab das dem Mod geschrieben zurück. Okay, dann schicken wir mit dem Mod verhandeln. So, der Mod schaut ja nur zu.
dann schick eine Brief. Ja, aber der Mord hat mir geschrieben. Ich muss doch Antwort geben, oder? Oder nicht? Also, Basti, schick eine Brieftaube an den Hugo. Schick eine Brieftaube an Hugo. Wir würden gerne mit Ihnen. Von der Regel aus. Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit, Verhandlungen zu gehen. Wenn die Verhandlungen direkt abgelehnt werden oder halt länger dauern, dann warten wir, bis die Verhandlungen vorbei sind. Und was dann Sache ist, wird halt announced. Wenn ihr aber jetzt halt zu lange braucht, um irgendwie Verhandlungen. Also, ihr müsst schon, ne, ihr seid im Zugzwang leider. Was sind denn das für Regeln? Was bist du für ein Gott, Alter? Hast du dem König geschrieben? Ha? Ich hab dem König der Wüstennation geschrieben. Dass wir Verhandlungen möchten. Ja. Okay. Ja. Wir machen Verhandlungen nur auf neutralem Grund. Der König der Wüstennation lässt mich fragen, was neutral bedeutet. Im Wasser irgendwo. Auf Booten. Nein. Ja, auf Booten und am besten irgendwo Richtung unserer Heimat. Im Wasser. Auf Booten im Wasser. Ohne Gebiet einer Nation. Hoheitsgewässer oder so irgendwas, wie das heißt. Hoheitsgebiet. Ja, genau. Ohne Hoheitsgebiet. Ich habe noch Essen und ich habe eine frohe Nachricht, ich habe ein Leder. Die machen sich zu euch auf den Weg, also die Spitze vom Berg, schreibt gerade Clubio. Jetzt gerade. Hä? Wer, die Wüste? Was ist das? Nee, ich spiele nicht mehr mit. Nein. Wenn wir alle lieben, können die auch niemanden töten. Stimmt. Steffi, bringst du mir bitte was zu trinken hoch? Ich habe übel Durst. Ja? Was wollen die machen? Alle liefen. Stimmt. Ich hab keinen Bock mehr anzugreifen. Mhm. Ja. So, wo sind denn eigentlich alle unsere Leute? Die sind gerade am Arbeiten wahrscheinlich, oder? Ja, unten, es wird von Crafting Mom und Dings wird gerade hier Fisch gefarmt und auch tatsächlich schon Schätze. Sie haben auch mit Leder gezogen und hier eine Angel. Also sie könnten einen OP-Bogen bekommen. Okay. Ja, was ein Druckmittel ist. Wenn wir jetzt natürlich mit ein paar mehr Leuten kommen, stehen wir halt nicht so genial gerade da. Das ist das einzige Farbo, wäre sehr gut, wenn der mal bei uns eintreffen würde. Kannst du mal Farbo zurück? Oh! Was? Oh, Jumpscare. Was soll ich, Kroko? Kannst du Fabo bitte zu uns ordern? Das wäre sehr wichtig. Ich habe ihm schon ein paar Mal geschrieben und er meinte, er ist auf dem Weg oder kommt nochmal, aber bisher ist er halt nicht aufgetaucht. Ich habe hier mir gleich auf jeden Fall Eisen machen. Weil das Problem ist, wir sind halt wirklich nicht so wehrhaft. Nee, die sind noch nicht da. Ich bin einmal rumgelaufen. Brennt die Wege! Brennt die Leute, die sind da! Doch, die sind da! Wo denn? Die sind unten, direkt vor der Treppe unten. Da ist Castcrafter. Als ob? Ja, Castcrafter und so ist da unten. Auf. Okay, mehr? Oh, nein, bleibt oben! Hallo, kommt wieder zurück! Alter! Kroko, wollen wir mal runtergehen? Wir klären das. Wir klären das mal. Da unten ist jemand! Da ist jemand, oder? Ja. Nein, Kroko! Oh, fuck. Ey, scheiße. Ja, das geht viel zu schnell. Warum haben die alle wieder gefühlt? Wirklich mal. Die tun dieses Projekt ganz so richtig fühlen. Nee. Ey, wenn jetzt schon Krieg ist, dann ist es in nächste Woche vorbei einfach schon. Junge. Hallo? Fabo, die sind da unten. Die werden angegriffen. Ja, also, unten ist Team unten. Gelb. Ja, Wüste. Wüste, nicht Scheiße. Team Gelb. Und Karst steht auch noch da. Ja. Von wo ist der? Dschungel? Auch Wüste. Oder was? Nee, Dschungel, stimmt. Dschungel. Scheiße. Ja. Fabo, hiermit, Dankeschön. Wir haben gefragt, wer der König ist. Ja, ich. Dann. Was? Oh nein, wir haben einen verloren. Nein. Schon wieder einen verloren. Oh. Fabo, wir haben da ein Bett, falls du hinlegen willst. Ja, hab ich schon. Was die Fragen nach dem König? Ja. Dann. Würde ich einfach mal sagen, wir empfangen einfach nur den König der anderen Nation und einen weiteren hier oben. Der Rest muss unten bleiben, oder? Ja. Willen auch dafür. Also. Ich würde auch sagen, wir müssen uns alle bewaffnen erstmal, damit wir dann auch hier. Naja, wir können ja nichts machen und ich weiß jetzt auch nicht, was mit Kroko da unten los ist. Ey, dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das sah nämlich aus wie Air Force. Was? Ein bisschen Kroko hat was geshared. Markiert euch das mal. Ist gemacht.
Map. Das wäre. Ah, da wahrscheinlich. Da sollen wahrscheinlich die Verhandlungen stattfinden. Schätze ich mal. Wo? Der Punkt, den Kroko geschert hat. Ah, da. Basti! Hä? Ha? Ich hab's nicht gesehen. Was? War das. Wer war das jetzt? Was ist denn? Wer ist diese bastlastige Stimme? Ja, jetzt hab ich's auch. Ja. Digga. Wo bist du? Oh, Mann! Was ist denn? Ich weiß, fünf Leute, ne? Und reden. Wer ist das alles? Das Team Wüste. Und noch, das sind zwei Könige da unten. Keine Ahnung. Nee, ein König. Nein, die haben zwei eine Krone auf. Wow, also keine Ahnung. Ja, es gibt einen es gibt Goldhelme. Die haben dieselbe Textur. Ah, okay. Okay. Wo, ah, da unten? Und Team Wüste hat viel Gold, das stimmt. Gibt's da jetzt Stress? Verziehen die sich, oder was? Oh Gott, sorry. Nee, ich glaub, die hauen ab. Junge! Da hinten. Mann, kann es Zuckerrohr mal wachsen? Hallo. Hi. Hallo. Da. Hallo. Hello, Leute. Von der Seite. Die, der Stegi und so. Hier, Stegi. Die kommen von der Seite vom Berg. Hä, die haben uns gar keinen Krieg erklärt. Das ist der Dschungel. Stegi, du bist unser Freund. Touren. Das Dschungel und Wüste. Oh, Fabo ist da, der Pinguin. Komm mal runter hier auf den Meter. Alter! Hallo! Ist es... Hallo! Alter! Jo, hä? Was geht ab? Oh, Jax, was geht denn bei dir? Hä? Warum sind alle voll hier? Hä? Okay, was geht ab? Was geht ab? Moin! Erfurt! Alter! Wer ist König bei euch? Guys, ich bin im... Basti! Ja, hallo! Warum warst du nicht Fabo? Hä, weil ich die Eiskönigin bin, Alter! Cola! Digi, darf ich nur ein Gerücht aus dem Weg räumen? Ja. Mir wurde gesagt, du hast Lust auf Krieg. Nee, ja, noch nicht. Nein. Noch lange nicht. Okay, gut, dann danke. Das ist gut. Wirklich? Wir wurde das zugeteilt. Wir kommen nicht rein? Nee, wir waren jetzt schon also in jedem... Bist du etwa aus der Wüstenfraktion von den Leuten, die uns nicht angreifen wollen? Ich wurde von Stegi adoptiert. Oh, die hat was? Bei uns mitzulaufen. Super gemacht, Stegi. Okay, wisst ihr was? Das ist gut. Flüchtlinge aufnehmen ist immer gut. Ja. Die war davor bei Hugo im Team. Hat oh, mein Beileid. Stegi, ich glaube, es werden noch mehr Flüchtlinge zu dir kommen. Ja, das glaube ich auch. Ja, das kann gut sein. Oh. Erfa, hi. Hallo. Okay, ey, dann haben wir jetzt ja. Ey, willst du Gold? Ja, sure. Also, Team Wüste hat irgendwie keinen Bock auf uns. Ja, hat Team Wüste euch auch den Krieg erklärt, Stegi? Nein, die machen sich nur zum Affen, Team Wüste. Die können gar nichts. Die haben uns den Krieg erklärt. Wir sind gerade in Verhandlungen. Ja, aber frag mal Fabo. Fabo, was ist deine Meinung zu Hugo? Ich sag nichts. Ja, einfach lästig, oder? Ich bin auf dem Server gejoint, heute habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, Hugo will euch angreifen. Wir sind rübergegangen und gesagt, Hugo, mach dich nicht lächerlich hier auf dem Server. Das ist Quatsch. Was machst denn du hier? Du bist doch erwachsen mittlerweile. Er hat gesagt, okay. Dann komm, hallo Lars, was geht ab? Ja, ihr Lars. Müsst einfach, ihr müsst denen einfach sagen, das ist Quatsch. Hallo? Hugo ist ein... Hallo. Ja, okay. Hugo, also, muss man euch ist schon klar, dass hallo. Die sich schon auf neutralem Boden treffen, ne? Ja. Wir sind da auf dem Weg, Lars. So eben, deswegen bin ich hier. Ich möchte euch mitnehmen. Wir müssen uns beim Waypoint der Waypoints treffen. Ich weiß, wo es ist. Alle zusammen. Ah. Ich nehme jetzt noch was. Ja. Oh, Crocodile, yeah. Bist du zum König ernannt worden? Ja, na klar, einstimmig. Die haben alle gesagt, machst du. Ich hab gesagt, echt jetzt? Echt jetzt? okay, weil Carst auch eine Krone trägt, ich frag nur. Wer ist jetzt der richtige König? Krone. Das ist die Heiko ist der Knossi im Team, weißt du? Kannst du mal den König erschmeißen, Stegi? Erfor. Nee, die ist verzaubert, Kroko, ich glaube ihm das. Aber die von Heiko ist auch verzaubert, müsst ihr ja, auch. Ja. Oh, ja, ja. Oh. Ja, aber ich hab gehört, schwierig. Man kann man absetzen. Oh mein Gott. Nee, ich kann die nicht absetzen. Nee, ich kann meine auch nicht absetzen. Also die Könige treffen sich bei den Koordinaten, die ich gerade vorhin gepostet habe. Alle Könige! Also wichtig, dass du da auch auftrittst mit deinem Gefolge. Okay, dann auch alle, auch das Volk? Das Volk auch? Du nimmst die Leute mit, die du brauchst. Und okay. Es wäre sehr, sehr cool, wenn Fabo Basti begleitet. Einfach nur, dass Basti einen gewissen Schutz hat. Ja. Ey, Kroko, du musst... einfach so umgeklatscht werden? Nein, klar. Darf nicht.
Ja, also, nicht unbedingt, aber wenn natürlich nicht dann einfach so ratzfatz der Krieg ausbricht, weiß man nie, was sie tun. Ne? Ich brauche auf jeden Fall Herr Kroko, den Botschafter, als meine rechte Hand. Okay, sollen wir den Lars in die Wüste schicken, um die anderen Leute einmal abzuhören? Das wäre eigentlich ziemlich gut, ja. Ja. Wo ist Lars? Bist du noch da? Lars? Lars ist immer wieder weg, wenn man ihn braucht. Lars, wir brauchen dich! Hallo? Wo ist denn der? Wir haben Lars verloren. Gehen wir zu diesem, ja, du bist auf jeden Fall. Ja, du kommst mit. Wir brauchen welche. Also, auch wenn es euch alle interessiert, was abgeht, wir brauchen trotzdem jemanden, der hier aufpasst. Ja, ich pass auf. Also, 1, 2, 3. Ja. Jeremy, Pokefil. Ich hab 3 weitere Zuckerrohr. Habt ihr Herr der Ringe geguckt? Ja. Ihr seid Aragorn, Legolas und Gimli. Ihr verteidigt das hier, ja? Ich bin hier ist der globale Enchanter für das Team.